Hallo aus der Staffel 2. Ja. Wenn ich im Kopf nachdenke, kann ich es euch nicht erzählen oder kann ich mir nicht erzählen, was ist. Was war denn eigentlich? Früh aufgestanden, sofort auf dem Dachboden. Sofort Werkzeuge gesammelt, Sägensteine, Baukleber. Erstmal dort was gemauert. Dann wird sauber gemacht, weil der Dachboden war völlig vermüllt. Hälfte war am Einstürzen gewesen vor längerer Zeit. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, drei Balken gesetzt, drei Stützbalken. Ja, kann man gar nicht alles erklären. Jetzt bin ich froh. Jetzt schwingt die obere Etage nicht mehr so stark. Und ich kann jetzt, dadurch, dass es fest ist, kann ich dann eine Verlängerung vom Balken machen. Klingt kompliziert, aber ist es eigentlich nicht. Es ist wie Lego-Bausteine oder sowas. Sitze in meinem Reisemobil. Draußen ist warm. Und schläft. Ich war so dreckig. Auf so einem Dachboden. Lehm, Staub. Ja. Naja. Ganz wichtiger Punkt. Wenn ich das in den nächsten 3 Tagen durchziehe, könnte es sein, dass ich den Dachschaden dicht habe da oben. Ja, durch die 10 Stunden am Tag könnte es hinkommen. Aber deswegen bin ich nicht ans Mikrofon gekommen. Ich bin ja auch immer nachts im Internet und gucke mal, was so ist. Bin sehr angestrengt aus, ne? Ja, geschafft bin ich nur. Ja. Ansonsten ist immer alles wie sonst. Nur ich bin auf meinem eigenen Grundstück und dann ist auch das Emotionale und das Soziale und das, ja, irgendwie Geistige ist ganz anders. Eigenes Grundstück. Denke ich so, sehe ich so. Weiß nicht, ob ich da falsch sehe. Fühl das so. Also dieses Mal kann ich nicht so viel erzählen, weil, ja, es ist eine starke Hitze. Auf dem Dachboden war es kühl, angenehm windig. Also das war schön. Das liegt auch weiter so. 5 Meter höher. Die Stelle, wo ich am Arbeiten war. Aber noch innen drin. Aber ich sehe jetzt schon die notwendigen Arbeiten, die ich jetzt in dieser Zeit machen muss. Ja, die laufen jetzt nicht mehr weg. Das ist also nicht mehr so ein Berg, ist absehbar. Das sind 3 dicke Balkenenden neu setzen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache mit dem Schrägen. Da muss man so die Balken anschrägen. Das ist ein dicke Balken, muss ich mal suchen. Ich habe ein Lager. Aber ich denke, das werde ich ja nicht veröffentlichen, weil das ist vielleicht eine Erinnerung für mich oder irgendwas anderes war. Es ist irgendwas Undefinierbares. Vielleicht rede ich mir selbst von mir her, um mir selbst klar zu machen, was ist denn jetzt mit der Uhrzeit? Kann ich gar nicht sehen ohne Brille. Der wird schon sagen, wenn er 5, da ja noch, ich weiß nicht. Ja, jetzt ist es wieder so undefinierbar, warum ich da überhaupt diese Kamera rausgefischt habe. Eigentlich wollte ich mein Tablet laden und habe es nicht gefunden, das liegt woanders. So, war mal wieder nett. Die Arbeit geht weiter. Das Leben endet irgendwann.
Tschüss.